Hi, Miriam! Jesus! Hi! Du, ich habe entschieden, dir das hier zu schenken. Was? Ja! Meinst du das ernst? Absolut! Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich glaube schon. Der, der auf dem Stuhl sitzt, trifft sämtliche Entscheidungen. Ich weiß! Und ich sitze immer hier und treffe so viele Entscheidungen. Und manchmal lande ich in Situationen, wo ich mich frage, wie bin ich denn in den Mist reingeraten? Und dann ist mir eingefallen, hey, warum gibst du den Stuhl nicht einfach Jesus? Denn er trifft immer die richtigen Entscheidungen. Das macht Sinn. Ja, und deshalb will ich dir diesen Stuhl schenken. Ich fühle mich sehr geehrt. Nein, nein, ich fühle mich geehrt. Dann setze ich mich mal hin. Ja. Und was immer du sagst, werde ich machen. Das gilt zum Versuch, so machen wir es. Alles klar. Hey Miriam. Hi. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Ja, was denn? Ich habe mich endlich entschieden. Wofür hast du dich entschieden? Ich will mir endlich das Tattoo machen lassen. Echt? Das ist ja cool. Sie will sich ein Tattoo machen lassen. Das ist ja cool. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass deine Mutter total gegen Tattoos ist? Also ich meine, hat sie ihre Meinung geändert oder was ist passiert? Nein, sie ist immer noch total dagegen. Aber ich habe mir gedacht, wenn sie das hier sieht, dann wird sie schon denken, dass es okay ist. Weil sie ist ja so ein bisschen spießig und ich denke, ich will wieder auch so ein bisschen. Willst du jetzt wegkommen oder nicht? Nein. Nein. Ich kann dir das jetzt gar nicht sagen, weil ich meinen Terminkalender nicht mit. Aber ich schaue einfach mal den Terminkalender und dann rufe ich dich an, okay? Okay, ich zähle auf dich. Ja? Okay, super, mach dich gut. Ciao. Tschüss. Miriam? Ja? Was machst du da? Was meinst du? Du drängst mich fast vom Stuhl. Oh, Jesus, wie ist das denn passiert? Ja, das frage ich mich auch. Das ist ja komisch. Ja, weißt du, Dörte war gerade da und sie wollte, dass ich mitkomme, wenn sie sich ein Tattoo stechen lässt. Ja? Ja, aber dann, das ist ja eigentlich voll die coole Sache, aber dann hast du Nein gesagt und das war ein bisschen komisch. Ja, aber das war meine Entscheidung. Aber das hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Möchtest du, dass ich auf dem Stuhl sitze? Ja, schon, aber ich dachte, wo ist denn das Problem, wenn ich mit Dörte mitgehe? Also ist ja schon cool. Also ihre Mutter hat Nein gesagt. Ja, aber das ist ja nur so ein kleines Detail, im Prinzip vollkommen unbedeutend. Also nur, dass wir uns richtig verstehen. Wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann treffe ich auch die Entscheidung. Ja. Dann habe ich das richtig verstanden. Ja, nein, doch. Ich will, dass du auf dem Stuhl sitzt und ich will, dass du die Entscheidung triffst. Okay. Weißt du was? Wir fangen nochmal von vorne an. Okay. Alle Systeme auf Null. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Super. Okay, was immer du sagst, das werde ich machen. So will ich das hören. Also das ist so eine nette. Ja, sie ist echt super. Und du weißt ja, sie wurde im Alter krank. Sie meinte, die vielen Frauen da sind sehr traurig und auch ein bisschen einsam. Ich dachte, wir machen für die einen schönen Wellness-Tag. Oh, das ist ja eine coole Idee. Wir bringen die ganzen Frauen in ein Wellness-Hotel. Wie super! Nein, also da habe ich nicht genug Geld für. Also ich dachte eher, wir bringen das Wellness-Hotel zu ihnen. Verstehst du? Wie meinst du das genau? Ja, ich wollte ein paar Freunde von mir fragen, zum Beispiel dich. Okay. Und ja, dann machen wir für die Jahre einen schönen Wellness-Tag. Und ich dachte so, alles Mögliche, weißt du schon, was so dazugehört, Maniküre, Pediküre. Manche der älteren Damen haben ja schon echt dicke Nägel und die haben auch teilweise auch schon gelbe. Und das wird wohl ein bisschen schwierig, wir werden es für den ganzen Dreck unter den Nägeln wegkriegen. Und manchmal, du könntest denen ja auch noch eine coole Haarmassage geben. Also. Ja? Ich glaube, es ist gerade zeitlich ganz schlecht. Du hast Zeit. Nee, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich das noch reinschieben soll. Ja, ich habe ja noch gar nicht gesagt, lang. Ach so, ja. Okay. Wie wär's denn Sonntag? Ist super. Sonntag ist ganz schlecht. Weißt du, morgens ist Gottesdienst und danach ist erstmal Mittagsschlaf angesagt.
Ja, ich weiß, Mittagsschlaf ist wichtig und so, aber wie wär's mit Mittwoch? Was ist das? Ist noch besser. Mittwoch? Nee, Mittwoch ist ganz schlecht. Weißt du, ich bin momentan echt ausgebucht. Ich würde sagen, ich rufe dich einfach an, wenn ich Zeit habe, okay? Ja, okay. Dann ruf mich einfach an. Meine Oma würde sich wirklich sehr freuen. Ja, ich schreibe dir mal eine Postkarte. Grüß dich schon mal von mir. Ciao. Tschüss. Miriam, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was denn? Du sitzt auf dem Stuhl. Oh! Jesus! Wie ist das denn jetzt schon wieder gekommen? Mhm. Ja, weißt du, Sonja war hier und die wollte, dass wir zu ihrer Oma kommen. Das ist ja auch alles okay. Ich habe ja ihre Oma auch total lieb, aber dann fing sie an, von ganz dicken und gelben Fingernägeln zu reden und Dreck, den man darunter hervorkratzen müsste. Und da ist sie echt übel geworden. Aber genau das ist der Punkt. Ich habe ja gesagt. Aber das war ja mal die komplett falsche Entscheidung. Also ich meine, offensichtlich kann ich sowas nicht machen. Wenn ich die Entscheidung treffe, heißt das nicht automatisch, dass du das alles toll findest und dass du nicht da dich auch ein bisschen gegen wehren würdest. Die Frage ist, wer sitzt auf dem Stuhl? Du sitzt auf dem Stuhl, deshalb habe ich ihn dir ja geschenkt. Aber wir können nicht beide gleichzeitig auf dem Stuhl sitzen. Entweder du sitzt drauf oder ich. Ja, ich will, dass du da sitzt und ich will, dass du die Entscheidung triffst. Es tut mir leid, das ist irgendwie schwerer, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, deine Entscheidungen sind mehr so wie meine Entscheidungen. Ach so. Aber ich will dir den Stuhl schenken und ich will, dass du auf dem Stuhl sitzt und ich will, dass du die Entscheidung triffst. Okay. Also nochmal. Okay. Dann lass uns doch mal über die 50 Euro reden, die du deiner Mutter genommen hast. 50 Euro? Ich kann mich gerade gar nicht so genau erinnern. Jesus, was meinst du eigentlich? Ach, so lange ist jetzt noch nicht hier. Ich spreche von heute Morgen. Ach, das meinst du? Ja. Ja, das. Also weißt du, Jesus, das war so. Ich habe wirklich Geld gebraucht für heute Abend. Mhm. Meine Mutter gibt mir einfach nie genug Geld. Und dann dachte ich mir, macht jetzt auch nicht so den großen Unterschied. Meine Mutter hat genug Geld. Aber es ist ihr Geld. Ja, aber da sie meine Mutter ist, ist ja irgendwie auch mein Geld. Du musst es ihr auf jeden Fall zurückgeben. Aber wenn ich es ihr zurückgebe, dann weiß sie ja, dass ich es überhaupt erstmal genommen habe. So funktioniert das nicht. Du kannst den Stuhl nicht einfach immer wieder zurücknehmen. Wenn du ihn mir schenkst, sitze ich auf dem Stuhl und dann treffe ich die Entscheidung. Ja, doch, ich will, dass du auf dem Stuhl sitzt. Du musst die Entscheidung treffen. Ja, du sollst da sitzen. Dann gib mir den Stuhl. Okay, nimm ihn dir. Du musst dich entscheiden. Ich kann nicht. Dann hast du dich entschieden.